Hallo? Ja, hallo, liebe Eltern und liebe Schüler, liebe Anwohner. Ich möchte euch heute hier begrüßen als eine Demonstration für die Demokratie. Und ich danke euch, dass ihr heute hier seid. Und ich finde es wichtig, dass wir gemeinsam hier sind und den Rechtsextremismus hier in Britz und in der Hufeisensiedlung nicht mehr dulden. Ich selber bin Schüler der Fritz-Karten-Schule und auch aktiv bei den Kölner Falken. Und ich finde es wichtig, dass heute viele Leute da sind, die nicht nur von der Fritz-Karten-Schule sind und nicht nur von den Falken oder anderen politisch-demokratischen Organisationen, sondern dass ganz viele Leute hier sind und gemeinsam für die Demokratie hier stehen. Denn heute soll es egal sein, von welcher Organisation man kommt. Denn heute sind wir alles Demokraten und das macht uns gemeinsam stark gegen Rechtsextremismus. Wir lassen uns nicht in unserem demokratischen Denken und Handeln einschränken. Wir geben Britz den rechten Propaganda und Straftaten nicht frei. Es ist leichter für einen Nazi, jeden Einzelnen von uns auszumachen, wenn wir alleine sind. Wenn wir aber alle zusammen auftreten, so wie heute, ist es für sie fast unmöglich. Es ist gut, dass viele da sind, die sonst nicht auf solchen Veranstaltungen gehen. Und es ist auch gut, dass die Fritz-Karten-Schule geschlossen hinter dieser Demonstration steht. Wenn es um Nazis geht, kann man nicht einfach wegschauen. Man kann auch nicht neutral bleiben. Demokratie ist das Wertvollste, was wir haben. Die ist zu schützen durch unser Handeln, durch unser Denken. Das geht nur durch Teilhabe in der Demokratie, sei es durch Wahl oder durch eine solche Demonstration. Heute nimmt jeder hier einen Teil von sich mit. Heute kann jeder von sich sagen, ich bin ein Demokrat. Das ist gut und vor allem ist es auch wichtig. Lasst uns nicht immer wegschauen, wenn irgendein Lehrer, Schüler oder Elternteil sagt, ich will neutral bleiben. Denn wer neutral bleibt, schaut im Notfall auch weg. Und wer wegschaut, schweigt auch. Und wer schweigt, stimmt dem Nationalsozialismus zu. Deswegen hoffe ich, dass wir weiterhin demokratisch denken und handeln können und uns darum gegenseitig unterstützen und dabei keinen Platz für menschenverachtende und menschenfeindliche Propaganda lassen. Denn in der Demokratie ist kein Platz für Antidemokraten. Danke.